Hallöchen, wir machen weiter mit Dark Souls 2, wo wir stehen geblieben waren und ich nicht wusste, ob wir alle Riesenseelen haben. Dadurch, dass wir vier haben, sind wir theoretisch in der Lage, uns König Wendrick zu stellen. Dennoch ist es die Sache, dass uns Menschenbilder fehlen. Und eben deswegen kehren wir zurück zum Schrein von Amana, um eben diese zu bekommen. Wobei ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Drops für uns habt als beim letzten Mal. Denn, um ehrlich zu sein, an für sich ist die Tatsache, dass wir die Gegner immer wieder besiegen, nicht sonderlich spannend. Ich weiß, ich weiß. Aber es gehört nun mal leider dazu. Und dadurch, dass ihr auch noch ganz anderen Scheiß droppt, ist es halt nicht so einfach wie in Teil 1 an Menschenbilder zu kommen, obwohl sie in Teil 1 noch Menschlichkeit hießen. Was mich wiederum zur Frage bringt, ist dies wirklich der bessere Ort, um sie zu grinden? Die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Offen gestanden sieht es nicht so aus. Aber die Viecher sind erstens in der größeren Stückzahl vorhanden als die Wölfe in der verlorenen Festung. Was ein Punkt ist. Aber die Wölfe in der verlorenen Festung waren nicht so dropfaul, wie es jetzt hier zu sein scheint. Und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Weil eigentlich mache ich ja alles richtig. Ich trage den Ring, damit wir mehr Drops bekommen. Ich trage die Kopfbedeckung, damit wir mehr Drops bekommen. Aber trotz alledem wollt ihr mir keine Menschenbilder geben. Was mich wiederum dahin bringt, dass wir wahrscheinlich doch wieder in die verlorene Festung gehen. Weil vom Gefühl her haben wir da mehr von. Es ist halt so mein Gefühl, was ich dazu habe. Ich kann es nicht genau bestätigen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel eine Runde durch und wir haben nicht eine bekommen. Und das, obwohl wir so verdammt viele von den Viechern getötet haben. Was einfach nicht effizient ist und ihr widerstrebt es auch, diese Parts zu machen, wo wir eh nur dämlich rumgrinden. Aber es ist halt leider
doch ein starker Bestandteil des Spieles. Und dem bringt es halt mit sich. Und war in Teil 1 so, da brauchten wir die 30 Humanity für Quelax Schwester. Da waren wir die ganze Zeit menschlich unterwegs in der menschlichen Gestalt, haben nicht so viel gesammelt, aber halt, es war einfacher. Hier ist das etwas verkompliziert. Vor allem dadurch, dass die Gegner die spawnen. Und die Tatsache, dass es nicht mehr den Spot gibt, wo 5000 Ratten auf einem Fleck stehen, sondern wir immer sehr weit laufen müssen. All hope restless but shattered. So, Kondition machen wir 30. Meine Gute, 30 Kondition, das sollte drin sein. So, dann reisen wir in die verlorene Festung zu MacGuffins Werkstatt und killen erneut die Hunde. Wie gesagt, vom Gefühl her gehabt ihr mehr. In diesem Fall nur Seelen eines namenlosen Soldaten, aber dennoch. Auch dieser Durchgang erweist sich nicht als wirklich früchtetragend. Lass mich mal kurz gucken. Ausdauer, Ausdauer, bla 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 bla. Erz tragen, blieb, blieb, blieb. Wahrscheinlich brauchen wir den. Wenn uns großes Glück zuteil wird, heißt das, dass wir noch mehr Drop-Chancen haben? Weil wenn ja, wäre ich der ganzen Sache nicht abgeneigt. Aber so. Das untermauert nicht unbedingt die These, dass wir hier besser bedient sind. Erleichtert leider nicht die These, dass wir hier besser bedient sind. Was mich wiederum an den Punkt führt, ja, ich könnte diese ganze Sache cutten. Aber dann hätte ich so vieles cutten können. Mache ich was falsch? Weil ihr droppt jetzt die ganze Zeit schon nicht. Irgendwas muss ich doch falsch machen. Ansonsten wird es ja funktionieren. Chromax plus 2. Das ist eine sehr, sehr komische Waffe, wenn ich das behaupten darf. Gib mir mal kurz meinen Spielerstatus. Reichst du, um euch zu one-hitten? Bedingt. Bedingt. So.
Halt wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist nicht unbedingt auf unserer Seite, was diese Drops angeht. An manchen Stellen war es deutlich auf unserer Seite. Und ich habe mich in letzter Zeit auch sehr, sehr wenig darüber beschwert. Seele eines namenlosen Soldaten. Ja, leider nicht ganz das, was ich haben möchte. Nicht so ganz, was ich haben möchte. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das erhöhte Finden von Gegenständen in diesem Fall einfach nur dazu geführt hat, dass wir noch weniger finden. Sorry, aber das ist so mein Empfinden gerade. Was natürlich auch vollkommener Schwachsinn sein kann. Vielleicht haben wir auch einfach nur Pech. Vielleicht haben wir auch einfach nur Pech. Da haben wir eine Seele und noch eine Seele. Irgendwas läuft hier doch tierisch falsch. Habe ich ein Limit überschritten? Eine Grenze? Wenn ja, dann tut's mir leid. Tut es halt wirklich. Also ich würde sagen, wir machen noch diesen Durchgang und ansonsten gehen wir wieder in den Schrein von Amana. Seele eines Soldaten. Wie kann es sein, dass wir hier immer noch nichts finden? Ansonsten... Ansonsten war das doch immer so. Ansonsten hatten wir auch deutlich mehr Glück bei den Drops von euch. Wenn ich das sagen darf. Ansonsten hatten wir ultra viel Glück. Später. Verfolger Ultra Großschwert, das könnten wir mal nehmen. Einfach weil. Wieso nicht? Das ist so das Problem, was ich mit der Waffe habe. Und auch mit dem normalen Großschwert. Du haust einfach vor dir auf den Boden. Haust einfach komplett vor dir auf den Boden. Es fühlt sich einfach so ein bisschen falsch an. Weil so, das schwingt man ja auch richtig. Das hätte man bei den anderen Großschwertern auch machen können. Hätte euch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Ja, wir burnen unsere Ausdauer richtig. In der Tat, Seele eines verlorenen Untoten. Aber eigentlich sollte jedoch mehr sein. Tut mir das nicht an, Leute. Bitte nicht. Aber ihr tut es mir an. Ach, wie viel haben wir? 7. Ich würde halt, wie gesagt, gerne auf 10 hoch.
Ich weiß, manche werden mich für verrückt halten, aber ich sehe halt darin einfach nur die Option, ein bisschen öfter Fehler machen zu dürfen. Weil jeder Fehler, den wir bei einem Boss jetzt machen, und nehmen wir mal an, ich hätte gerne einen Summon, dann ist jeder Fehler eine Humanity, also ein Menschenbild. Was wiederum heißt, wir haben 10 Versuche. Au. Irgendwas funktioniert hier nicht. Irgendwas ist da komisch. Also wir hätten 10 Versuche. Und irgendwann muss es halt sitzen. Und wenn ihr mich fragt, sind 10 Versuche nicht sonderlich viel. Zehn Versuche sind einfach nicht sonderlich viele. Hey ihr. Ein Blutungsstein, ja super. Was wäre, wenn ich den runden Drachenschild ausrüste, um einfach Ausdauerregen zu haben? Denn das Schild hat ja nicht den gewünschten Effekt auf meine Droprate. Was halt meiner Meinung nach auch immer eindrucksvoll untermauert wird, dadurch, dass wir, nachdem ich es wegstecke, mehr finden als vorher. Was ja auch einfach ein Bug sein kann, aber es ist doch etwas suspekt. So, dann sind wir bei 9. Ich denke, die 10 kriegen wir voll. Weg mit dir. Bam, weg mit dir. Und wenn wir die 10 voll haben, stehen uns 2 Optionen offen. Wir können die 5. und wirklich allerletzte Riesenseele holen, indem wir den Drachen angreifen, der uns das Teil gegeben hat, um in die Riesenerinnerungen zu kommen. Das ist Option A. Option B wäre, dass wir den König machen, ihn besiegen. Ja. Und dann quasi Richtung Ende marschieren. Was in Wahrheit nicht wirklich unser Ende ist, aber ja. Laut meiner Komplettlösung ist es nämlich danach noch möglich, weiterzuspielen. Auch wenn es sich komisch anhört und in den wenigsten Fällen hat man diese Option. Ich glaube, in GTA 5 hatte man sie, dass man weiterspielen kann. Aber in den meisten anderen Spielen hat man sie nicht. In jedem Pokémon-Spiel hatte man sie. Da konnte man immer weiterspielen.
zwar nicht sonderlich gut, weil man hat, das Spiel ist halt durch. Man hat die Story fertig. Und insgesamt. Aber dennoch gab es die Möglichkeit, weiterzumachen. Was, eine durchaus schöne Sache sein kann, weil man sich dann gänzlich anderen Dingen widmen kann. Warum ich aber nicht denke, dass das hier der Fall ist, ist einfach, in Dark Souls 1 wurde man auch sofort ins New Game Plus geworfen. Da gab es diese Möglichkeit nicht, dass man weitermacht. Auch wenn man das manchmal so gedacht hat, hey, ich entfache das Bonfire nicht und gehe einfach weg, dann dürfte ich ja weiterspielen können. Nope. In Dark Souls 1 war das so, wenn du Gwyn besiegst, ist das Spiel durch. Du hast zwei Möglichkeiten, aber in Wahrheit hast du nicht die Möglichkeit, einfach an dieser Stelle weiterzuspielen. Weshalb man Gwyns Ausrüstung auch frühestens im New Game Plus erreichen kann. Was ein cooles Detail ist, weil man hätte auch einfach sagen können, nein. Aber man ist in der Lage, es zu bekommen. Man kann sich auch seine Waffe machen. Was auch gut ist. Aber deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch, was es angeht. Ja, du kannst den letzten Boss machen und danach weiterspielen. De facto konntest du in Dark Souls 1 auch weiterspielen. Nur halt nicht chronologisch danach, sondern direkt wieder am Anfang. Aber das dürftet ihr ja alle eigentlich wissen. Da unten ist noch einer von euch. Grässlichen Viechern. Im Ernst, ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Aber ihr gebt unfassbar gut Seelen. Was macht eigentlich unsere Roteisenklinge? Roteisen-Zwillingsklinge, die sollten wir auch unbedingt noch fertig verbessern. Das ist mein nächstes Ziel, sie fertig zu verbessern. Und ich fände es auch toll, wenn wir noch mal einen besseren Speer bekommen würden. Das wäre nämlich auch der Hammer. Zu einer besseren Waffe sagt man generell nicht nein. Rote Igelpastillen. Ja, nein, nicht das, wonach ich suche. Ich suche nach was anderem. Dankeschön, mein Freund. Danke. Sehr zuvorkommend. Noch eins. Danke. Demnach, ich würde gleich mal meine Roteisenklinge einfach verbessern. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes machen können, weil für Ornsteins Speer fehlt uns ja auch noch was. Wir brauchen 14 Faith und wir haben 11. Ja, jetzt wir müssten drei Level-Ups da reinstecken. Ich weiß nicht so ganz, ob es mir das wert wäre. Wahrscheinlich ist es das, um sie einfach mal zu zeigen, aber. Was sollen wir sonst machen?
Wir haben Stärke ziemlich ausgemaxt. Oder? War doch so. Ja, wenn Stärke hier auch 40 Cap Lock. Wenn 40 hier auch das Smart Cap. Wenn 40 hier auch das Skill Cap ist und dann. Und wir dann nicht mehr so wirklich mehr Damage dadurch kriegen, dass wir es steigern. Ja, wir bräuchten noch einen Titanitbrocken. Hast du vielleicht einen Titanitbrocken? Einen Titanitbrocken. Jo. Klar, ich werde dich wieder besuchen. Vielleicht schon früher als du denkst. Ne, das hört sich falsch an. Zack. So, du hattest ein CC-Scaling. Du hattest ein A-Scaling und. Das wäre durchaus eine Sache, die ich gewillt bin auszuprobieren. Sofern wir unseren Turmschild tragen können und weiterhin. All hope restless shattered. I know. Du hast es schon mehrere Male gesagt, meine Teuerste. Gib mir die neuen. Gib mir den. Und auch das. Und auch dieses Räuchern. Ich finde, das ist eine super gute Idee. Eine wirklich sehr, sehr gute Idee. Wir können hier ja mal gucken. Es macht keinen Unterschied, ob wir was leveln. Also ja, wir könnten jetzt hier noch Vitalität leveln, um mehr zu haben. Wir könnten unsere Belastung nochmal um einen Punkt zu erhöhen. Aber ich finde, wir könnten auch versuchen, den Drachentöter-Speer. In Aktion zu sehen. Dann müssen wir jetzt zum Drachenschrei. Ja. Der Drachenschrei. Wabbelige Brücke. Ich denke, es ist angemessen, dass wir uns mal angucken, wie sie sich so schlägt. Naja, was sagt mir das für falsch sind? Woher ich jetzt weiß, ich weiß es halt. Weil das ist die wabbelige Brücke, über die wir da hingegangen sind. Und. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn wir diesen Drachen herausfordern. Ich denke halt eher, es wäre eine scheiß Idee. Obwohl unsere Waffe ein sehr, sehr angenehmes Moveset hat. Da kann man ihr lassen. Sie hat ein angenehmes Moveset. Ich weiß nicht genau, was die Drachenkrieger hier verloren haben. Ups. Da war ich greedy. Hab mich verleiten lassen, aber. Halt wirklich, bei den Drachenkriegern bin ich mir noch unsicher, was deren eigentliche Aufgabe ist.
Wenn ich das so halte, interessant. Also wir müssen nachher auf jeden Fall unseren Eid widerrufen. Das steht an oberster Stelle. Eid widerrufen. Ah, ich denke, wir haben unsere neue Endwaffe gefunden. Ich weiß, es gab zahlreiche Wechsel. Ich glaube, zahlreiche Wechsel. Mehr als man an einer Hand abzählen kann. So oft haben wir unsere Waffe in diesem Teil geändert und ich hielt es jedes Mal für die richtige Idee. MQPA, du hast mir ja so ein Konzept gebracht, du Wichser. Darf ich jetzt bitte sterben? Danke. Naja, und auf jeden Fall denke ich nicht, dass es die beste Idee wäre, wenn wir diesen Drachen bekämpfen, weil, soweit ich weiß, soll er sehr, sehr fies sein und man soll sehr, sehr lange an ihm sitzen. Vor allem, weil er verflucht tanky ist. Er soll verflucht tanky sein, er soll einen Morden hitten. Und irgendwie. Wie kannst du so schnell mit deiner gottverdammten Keule sein? Wie ist das überhaupt physiologisch möglich? So schnell mit der Keule zu sein. Okay, vielleicht ist der Zenit für diesen Part aber auch schon überschritten. Lass mich nach Majula gehen. Und bitte eben meinen Eid widerrufen. In der Tat, die Zweieisenklinge ist eine coole Waffe. Ich mag das Prinzip. Was hast du noch zu sagen, Kätzchen? Wir sollen unseren Thron besteigen und großartige Sachen vollbringen oder aber auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir den Thron wirklich haben wollen. Werden wir ja der nächste Wendrick. Ich denke nicht, dass das das Ziel unserer Reise sein sollte. Möchtest du vielleicht den? Okay, an dieser Stelle ist es nun Zeit, den Part zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Den nächsten werden definitiv spannender. Das kann ich euch versichern. Haut rein, bis dann und ciao.